Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Und heute haben wir wieder den Jam hier. Der wird uns heute sein Jam Night Deck zeigen. Ja. Also Jam Night, ich finde, das ist ganz gut. Ist jetzt nicht wirklich ein Meta-Deck, aber es macht schon Spaß, das zu spielen. Es hat auch neuen guten Support bekommen. Fang ich mal an. Ich spiele dreimal den da. Also das Goethe-Tier. Der sucht hier ein Jam Night Monster. Und dreimal den da. Und dreimal den da. Obsidian und den anderen weiß ich nicht, wie heißt. Obsidian sagt halt, wenn er fusioniert wird, wenn er von der Hand ab vom Friedhof gelegt wird, dann kannst du ein normales Gemnet Monster von deinem Friedhof spezial beschwören. Und der da sagt halt, du kannst, wenn er auf Friedhof gelegt wird, kannst du halt ein normales Gemnet Monster von deinem Friedhof zurück auf die Hand essen. Dann spiele ich den da. Einmal nur, weil einmal reicht. Den legst du oft mit der Brilliant Fusion rein. Dann kannst du ihn halt mit Obsidian zurückspecialen. Dann normalst du ihn nochmal, weil er ist Zwilling. Und dann kannst du halt ein verwandtes Gemnet Monster und einen Friedhof zurück auf die Hand holen. Dann von den normalen Monstern her spiele ich dreimal Granat. Das ist der beste normale, deswegen spielt man ihn auch dreimal. Mit ihm machst du halt die besten Fusionen. Also mit denen kommen die besten Fusionen zusammen. Dann zweimal den da. Mit dem machst du halt nur eine Fusion. Und mit dem da machst du auch nur eine Fusion. Den da spielst du nur, um einen von denen rauszubekommen. Dann von den anderen Monstern her spiele ich ein Rayo. Zwei Wailer. Mit Wailer kannst du auch eine Fusion machen, mit Rayo auch. Weil er ist Typ Donner. Das geht dann mit dem hier. Der sagt auch, er braucht ein Gemnite Monster und ein Monster von Typ Donner. Und er ist auch gut gegen Necrots. Und noch ein Rabbit, weil du normale Monster spielst. Interessant. Sehr interessant. Dann von den Zauberkarten spiele ich normal dreimal Gemlight Fusion und dreimal Brilliant Fusion. Was können die? Okay, die normale Gemlight Fusion, die fusioniert aus der Hand. Ganz normal, die ist auch normal, die ist auch alt, die meisten Leute kennen. Du kannst sie vom Friedhof zurückholen, indem du dein Gemlight Monster von deinem Friedhof verbannst. Und die Brilliant Field, die ist neu, die sagt, du kannst aus dem Deck fusionieren. Und dann kommt das Monster, aber es kommt mit 0 Attacke und 0 Death. Du kannst den Zauberkarte abwerfen und dann kriegt das Monster bis zur Endphase seine vollen ATK. Und dann gibt es auch hier so eine Combo, und zwar wenn du die zwei hier auf der Hand hast, du aktivierst Brilliant Fusion, dann von den Monstern her legst du dann jetzt zum Beispiel zwei normale und den da rein. Dann legst du die rein, dann darfst du durch ihn, darfst du dann wieder einen adden. Und dann, wenn du noch einen Gemnite Monster hast, kannst du die hier vom Friedhof wieder adden, indem du den hier verbannst. Dann hast du die wieder auf der Hand, dann kannst du entweder fusionieren oder die hier abwerfen, hast wieder eine Zauberkarte und damit dein Monster voller ATK bekommt. Sehr gut. Ja, super das Video. Neu. Der einzige Nachteil ist halt von der hier, weil es ist halt eine Ausrüstung. Es ist halt sowas wie eine Karte. Ich sag halt, wenn die Kasse jetzt Space kassiert, dann kannst du nicht mehr fusionieren. Weil sie sagt, wenn die Karte verschwindet, verschwindet auch das Fusionsmonster. Ja, so wie Instant Fusion halt. Zukunftsfusion, ja, Future Fusion. Sprich, wenn du die aktivierst, du aktivierst die gleich, ja. Und der Gegner aktiviert Space drauf, kannst du auch nicht mehr die Monster in den Grave legen. Nein. Das sind es Kosten. Nee, das aktivieren sind Kosten. Die Monster kommen trotzdem in den Grave. Ja. Aber das Monster, das extra Deck Monster kommt drauf. Ja, das ist extra. Dann spiele ich. Dann spiele ich dreimal die neue Karte. Okay. Sie sagt, ich kann mir eine Gemini-Karte adden, das heißt, ich kann mir auch die Fusion hier adden. Ja. Und dann kannst du, wenn du willst, kannst du dann noch eine Fusion machen, aber die Fusionsmaterialien, die du dafür verwendest, werden dann verbannt. Das macht man eigentlich nicht. Man benutzt sie halt nur zum Suchen.
Achso. Aber auch aus der Hand und auch vom Feld, oder? Die Materialien? Ja. Okay. Aus der Hand und vom Feld. Man funktioniert im Grunde nur, wenn es sein muss. Nur, wenn es sein muss, ja. Wenn du halt die Jammer spielst. Das ist eine Router für Jammer. Aber sie sucht halt jede Jammer-Karte. Also auch die Zauberkarte. Ja, und die ist jetzt aus dem neuen Booster oder was? Ja, die ist jetzt. Endgut. Dann spiele ich zweimal Unterwetter rein. Wie gesagt, halt, ich habe ein normales Monster. Vom Deck speziell schon der Stufe 4, aber ich darf halt keine Monster kontrollieren. Die ist auch gut. Du kriegst halt neue Gemlet Monster, dass du entweder für den Diamond rebooten kannst oder halt zum Fusionieren, wenn du keine anderen hast. Und dann noch spiele ich Mind Control und Raigeki. Mind Control, weil die meisten Leute, zum Beispiel gegen Spirit Beast jetzt, die spielen sehr viel, die spielen Pyro Monster, die spielen Donner Monster, die kannst ihn dann halt klauen und dann gleich mit dem Fusion machen. Dann von den Feinkarten her spiele ich zweimal Fliehkraft, zweimal Trapstone, damit der OTK durchgeht. Und das ist das Step. Dann spiele ich extra Deck. Spiele ich zweimal Prisma. Das ist eigentlich der da, den du öfters machst. Den kannst du halt, wenn du ein Gemlight-Monster abwirfst, eine Gemlight-Karte. Wenn du eine Gemlight-Karte abwirfst, dann kannst du eine offene Karte wählen und sie zerstören. Zum Beispiel, du kannst jetzt Gemlight Fusion abwerfen und dann sie wieder adden, weil du einen verbannst. Das ist dann gut, um Karten zu schießen. Dann spielst du zweimal den 9, das ist der Diamond, der sagt halt, den bringst du immer noch mit der Brilliant Fusion raus, weil er drei Monster braucht. Er sagt halt, du kannst ein anderes Gemlight Monster tributen und dann kannst du ein Gemlight Monster vom Gemlight Fusionsmonster vom Extra Deck kannst du einfach spezial beschwören ohne seine Fusionsbedingungen zu beachten. Das heißt, du kannst einfach ein Spezial beschwören. So wie du lustig bist halt. Meistens beschwörst du dann halt den da, weil er auch drei braucht und er kann ein Gemlight Monster, wenn es im Friedhof liegt, kann er das verbannen und kriegt bis zur Endphase seinen Effekt. Das heißt, du kannst entweder hier den da verbannen und dann eine Karte schießen. Ja. Schieße einmal den da für eine zweite Normal Summon. Den beschwörst du eigentlich auch nur, weil du deinen Effekt machst und dann ihn halt einfach beschwörst. Durch den kann man jetzt eigentlich jeden beschwören, ohne wirklich die Fusionssachen entdeckt zu haben. Dann spielst du zweimal den. Das ist einer der besten. Er ist halt Amadis. Er kann halt angreifen. Wenn er angreift, kann nichts aktiviert werden. Wenn er angreift oder angegriffen wird, kann nichts aktiviert werden. Dann spiele ich den da als Killer-Out. Nazi, ich kenne besseres Deck gefunden. Wir machen von allem. Der sagt, er ist ein Killer-Out. Er sagt, er kann Gemlight 30 Tage, 30 Videos machen. Er kann Gemlight Monster tributen und dann kriegt er seine ATK. Neues Motto. Er kann Gemlight Monster tributen und kriegt seine ATK. Zum Beispiel, wenn du jetzt Gemlight Fusion mit dem da machst, hast du sofort Killer-Out. Du fusionierst halt die beiden, machst es zu dem. Und dann kommt sein Effekt, dann kannst du ihn vom Friedhof spezial beschwören, dann kannst du seinen Effekt aktivieren, ihn tributen und dann hat er 4400 und kann über Killer drüber rennen. Das heißt, das Deck hat auch einen Killer aus. Und auch ein OTK-Potenzial, oder? Das ist sehr OTK-lastig, oder? Du kannst halt sehr leicht OTK machen, du brauchst halt nur die bestimmten Karten, zum Beispiel du brauchst die Gemlight Fusion, Brilliant Fusion und halt zwei Gemlight Monster, dann hast du OTK. Ich muss halt ein bisschen überlegen. Und dann spiele ich noch einmal ein Konstrukt. Also das ist Konstrukt. Weil er macht halt Burn Damage, er macht halt dann den Damage. Weil meistens kriegst du dann 5 spezialbeschworene Monster mit ihm raus. Und er sagt halt, für jedes spezialbeschworene Monster auf dem Spielfeld von beiden Spielern kriegt er halt 500 Schaden der Gegner. Und dann sind es von Haus aus bei dir jetzt 2500 Schaden. Und wenn der Gegner jetzt zum Beispiel Clipboard spielt und ganz viel Pendelbeschwörung gemacht hat, kriegt er auch nochmal Schaden. Oder wenn er Shadow spielt, dann kriegt er immer Schaden, weil er spezialbeschworene Monster einfach auf dem Spielfeld hat. Das war's an den Gemlight Fusionsmonstern, die ich spiele.
Dann spiele ich noch hier gegen BA-Hate, weil BA ist nicht so ein gutes Matchup. Wenn du zum Beispiel den Spider-Leg oder so platzierst, einmal Diamond, Ptolemäus und Vella für BA und Exiton und Castell halt. Einfach, weil Exiton ist gut. Sollte man eigentlich in jedem Vierer-Deck spielen, was wir auch noch spielen können. Dann jetzt noch Side-Deck. Nee, braucht man nicht. Das ist schon zu lange, das Video. Okay. Erzähl noch ein bisschen was zum... zu den Matchups. Wie läuft's gegen Necros oder? Gegen Necros. Shadow, BA, sowas. Gegen Necros hab ich noch nicht. Ja, gegen Necros ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil du, ich spiele als Bayern-Main, der macht halt um einiges leichter gegen Necros, weil er dann nicht suchen kann. Ja, aber Rayo ist eine Karte. Ja, Rayo ist eine Karte. Aber es ist schon ganz okay. Wenn du zum Beispiel hier mit dem hier hast du auch, weil Kyros kann er nicht aktivieren, wenn der hier angreift. Ja. Dann ganz okay. Und du, Bella spielt ja auch. Dann gegen Shadol. Gegen Shadol hast du nicht so ein gutes Matchup, weil es ist halt einfach gegen Shadol und BA. Das ist halt nicht so ein gutes Matchup. BA gibt dir halt Fire Lake, dann hast du.